Moinsner, meine lieben Enten, ich begrüße euch sowieso heute wieder herzlich zu Clash of Clans. Jawohl, ihr seid wieder mal bei mir richtig, wenn es heißt, wir roden zu Richtung Legendenliga, wie es wahrscheinlich hoffentlich der Titel auch benennen wird. Wir haben nur noch 14 Trophäen Abstand zu Legendenliga, dann hätte ich das auch endlich geschafft, nur wie bei dem Kollegen hier auf Platz 1. Täte es mir ziemlich, am Arsch vorbeigehen, da 2 Trophäen. Jo, ist ein bisschen mühsam. Egal, wir schauen, dass wir heute in die Legendenliga aufsteigen. Das heißt, ich brauche nur noch einen einzigen fucking Angriff und der muss halt auf 14 Trophäen funken. Dann würden wir in die Legendenliga aufsteigen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange die Suche jetzt wieder dauert. Ich kenne das ja. Entweder dauert es jetzt wieder bis zu einer halben Stunde oder ich finde jetzt gleich am Anfang einen Top-Tipp-Top-Gegner. Aber das kann euch sowieso scheißegal sein. Weil ich bin derjenige, der hier jetzt ewig lang warten muss. Ihr bekommt einfach nur einen Cut. Ich hole mir in der Zwischenzeit einfach nur einen Kaffee. Und wenn ein Gegner kommt, dann schreibt bitte einfach. Ja, also, wie gesagt, kurzes Cut. Bis gleich. Es ging irgendwie gerade ein bisschen schneller als gedacht. Ich drücke auf Gegnersuche und es findet auf einmal 20 Gegner auf einmal. Ich habe mal gesagt, ich nehme mal den hier. Er ist zwar ziemlich auf Luftabwehr ausgebaut, ist ziemlich max. Sollte aber kein Problem sein. Ich werde gleich versuchen, auf das Roadhouse Rose zu rushen. Und hätte mal gesagt, wir setzen jetzt hier oben die Loons, dass die mal die ganze Luftabwehr da, die ganzen Minen da aktivieren. Und dann gleich hinterher sowieso das volle Programm, was nur irgendwie funktioniert. Und dann mal hier nach unten gleich den König hinsetzen, den Magierkönig, jawohl. Hier bin ich nochmal ein Frostzauber und ich eigentlich normalerweise sollte es dann schon reichen, jawohl. Funktioniert gleich. Das war jetzt gut getimt. Den Wächter, den habe ich jetzt perfekt tarnen müssen. Alter, weil die Riesenbombe, diese Gigatesla-Bombe, boah, wenn die platzt und mir jetzt einfach nochmal hier die Elektrodrachen so mitnimmt. Übelst, das hätte ich nicht verkraftet. Nee. Das macht immer so einen Schaden, aber das habe ich jetzt gut getimt, gerade noch irgendwie erwischt. Die Mitte ist schon ziemlich im Arsch. Die Adlerie hat es überlebt. Scheiße eigentlich. Das heißt, die anderen außen, die werden jetzt noch ein bisschen verrecken. Egal, schauen wir doch, dass wir auf 70% kommen. Die Queen soll da jetzt noch das irgendwas, die Kanone noch mitmachen. Komm schon. 70%, ja, tipptopp. Also finde ich einen Angriff von 2 Sternen, 26 Trophäen. Das heißt, die 14 sollten eigentlich da sein. Wenn jetzt weniger als 14 da sind und ich die Legendenliga nicht erreiche. Ja, Mann, Alter, das Easiness ist da. Nach Hause telefonieren und gib ihm, ja, da ist sie schon, ich sehe sie schon, ich hab's geschafft. Hinweis, in der Legendenliga gibt es zum Seasonende besondere Regeln und Belohnungen, Alter, urgeil, von denen ich noch nichts weiß, ja, Mann. Okay, das heißt, wir haben jetzt 5000 plus, ich habe das Spiel durchgespielt, das heißt, ich kann mich eigentlich verpissen, das war's eigentlich. Der Rang ist ja richtig fett. Der nimmt da richtig Platz weg. Egal, jetzt kann ich hier sowieso meine Truppen wieder ausbilden. Also Elektrodrachen-Taktik läuft, kann ich nur weiter im Feld. Ich bin jetzt stolz. Ich hab's geschafft. Endlich Legendenliga. Es war jetzt ein harter Weg. Ich muss das jetzt mal ehrlich sagen. War jetzt ein bisschen ein harter Weg. Weil das Problem war, ich wurde von Spielern angegriffen. Die hatten mir gleich 44 Trophäen weggenommen bei einem Angriff. Oder 22, das geht. 22, 70 ist alles kommod. Aber wenn hier jemand 44 Trophäen wegnimmt, muss das nicht sein. So. Das heißt, ich hätte jetzt in meinem Clan, wäre ich jetzt nicht der einzige Legendenspieler, endlich sind wir zu zweit, hätte ich jetzt auch endlich geschafft. Bin ich froh. Das heißt, ich muss mir das jetzt nur anschauen, was meinen die wieder mit Legendenliga besondere Belohnungen. Oh, das ist auch schon. Das habe ich mir schon geholt. Legendenliga heißt jetzt wieder eigene Belohnungen. Was heißt das? Gibt es hier wieder so maximale Beute? Hinweis in der Legendenliga. So, in der Legendenliga gibt es zum Season-Enden besondere Regeln und Belohnungen. Schließe eine Season in der Legendenliga ab, damit dein Endergebnis in deinem Spielerprofil erscheint. Bei allen Legenden werden die Trophäen auf 5000 zurückgesetzt, damit jede neue Season einen fairen Anfang hat. Ja gut, das war mir schon klar. Abgezogene Trophäen werden als Legendentrophäen hinzugefügt. Legendentrophäen sind die ultimativen Prestige-Objekte. Man kann sie nicht verlieren und es werden mit jeder Season mehr. Okay, das sind, okay, verstehe ich. Das heißt, wir sammeln die einfach, um uns dann, ja, einfach nur anzugeben.
Und was meint ihr jetzt mit Belohnung? Das ist für mich jetzt wieder was Neues. Also wer das weiß, mal in die Kommentare schreiben, aber ich werde es dann einfach kurz googeln. Ich kenne mich in Legendenliga noch nicht ganz aus. Ich schätze mal hier, Season Ende, oder? Folge Season hier, was ist da? Da wird doch irgendwas stehen, nein, da steht nur das da, weißt du, Spieler. Okay, es wird anscheinend irgendeine Belohnung schon geben. Also es wird schon irgendeinen Sinn haben, ich werde es mir dann nochmal so kurz durchgoogeln. Ja, auf jeden Fall, ich habe es geschafft jetzt. Wir sind jetzt in der Legendenliga. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur noch schauen, dass es demnächst hier noch ein bisschen bei meinem Rathaus auch etwas weitergeht. Gigadessler ist schon fertig, komplett am Start. Und X-Bögen ja schon auch ziemlich einer. Fehlt noch 3 Tage, soll ich den nicht schaffen. Ansonsten sieht es bei mir eh schon relativ kommod aus. Mauern, ja, das ist immer so ein Projekt, das dauert immer ewig. Damit, ja, lasse ich mir dann am Ende ein bisschen gemütlich Zeit. Wir machen immer noch einen gemütlichen Angriff. Also mit den Mauern möchte ich mir dann auch gemütlich Zeit lassen am Ende. Aber sonst die Elektrodrachen-Taktik funktioniert in letzter Zeit so gut, kann ich da nur weiterempfehlen, solange das noch funktioniert, wenn man es auch richtig einsetzt. Zwischendurch habe ich auch ein paar Fails gemacht, weil ich ein bisschen mich ausprobieren wollte, wieder mit der Taktik ein bisschen was verfeinern. Sie funktioniert ganz knapp, meistens auch auf 100%, wenn man es noch schön timet. Ich glaube, ich habe es letztens auf 100% geschafft, da habe ich erst einen Post noch auf Instagram gemacht. Also hat relativ schön funktioniert, aber ja, auch ganz knapp. Und da habe ich mich letztens wieder gespielt, es zu verbessern. Doch das war ein Fehler, weil es wurde nicht besser, es wurde schlechter. Also habe ich es gleich wieder gelassen und die gleiche Taktik einfach nur wieder gelassen, weil sie halt einfach nur top ist. Ich habe zwar gesehen, es gibt wirklich Taktiken, die sind zwar dann wieder etwas ja, aufwendiger von den Truppen überhaupt, weil du gleich eine größere Liste hast an Truppen, aber dafür schaffst du die Gegner halt auch wirklich, also so Max Rathaus 12 Gegner, ja, auf 100%. Und das ist ja dann mal wieder was komplett anderes. Aber es funktioniert. Es ist zwar ein bisschen mühsamer, funktioniert aber. So, das heißt, ich werde jetzt trotzdem mich von euch jetzt vorerst hier verabschieden. Ich werde jetzt einfach nur noch so ein paar random Angriffe hier am Ende einblenden, um auf meine 10 Minuten zu kommen, um Werbung zu schalten. Nee, Spaß. Ansonsten, ich danke euch dennoch, dass ihr eingeschaltet habt und ich endlich in der Legendenliga bin. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht ein paar spannendere Angriffe wieder für euch habe. Ansonsten reingehauen, wiederschauen, bis zum nächsten Mal. So, natürlich war das jetzt nur Spaß. Natürlich bin ich jetzt noch kurz für euch da. Wir schauen uns noch meine letzte Wiederholung an. Ich habe sie doch noch gefunden, da wo wir den Gegner hier auf 100% machen mit den Extra-Drachen. Ich kann auch auf Instagram schauen. Wäre zwar vielleicht cool, ja, also ich stelle öfter solche Videos hoch. Aber habe ich jetzt dennoch gefunden, also ihr könnt euch das jetzt nochmal hier in Ruhe anschauen. Es ist jetzt so ziemlich wieder die gleiche Taktik, die ich auch vorhin gehabt habe beim letzten Gegner, den wir gemacht haben, wo ich dann Legende geworden bin. Einfach wieder eine Mauer von Loons zuerst gemacht, damit die mal die ganzen Luftbomben anlocken. Ja, weil auf die Elektrodrachen und so eine schwarze Luftbombenmine, die nimmt gleich mal die Hälfte des Lebens weg, auch auf Max-Level, ist nicht das Beste. Dann muss ich nochmal kurz zurückgehen, sonst wird es ja nicht. Wir gehen da ganz kurz zurück, ja. So, nochmal wiederholen. Ich werde das mal kurz auf stoppen, dann werden wir. Das ist die falsche. Da, wo ist jetzt? Das ist Verteidigungslog. Da wollen wir nicht mein Loser-Herz sagen. So. Also, wir werden das jetzt hier kurz auf 0,2. So. Also. Ich mache hier die Wand von Lund, um die Luftbomben mal anzulocken. Machen jetzt nicht viele. Dann alle Elektrodrachen, eine Wand entlang. Hinterher gleich einmal die Klamburg mit dem Zeppelin, weil der rast immer Richtung Rathaus. Egal, wo das Drecksrathaus steht. Wer das wirklich nicht weiß, also der Zeppelin möchte immer Richtung Rathaus, genau wie der Rambo. So, wir sind jetzt gleich mal Mitte. Ich hau dann sehr gerne den Verdopplungszauber rein, weil das ist gleich mal die doppelte Stärke, die mir dann gleich aufs Rathaus so durchrascht und einfach mal so eine fette Ladung an Damage reinlässt, dass das einfach mal verreckt, inklusive Hutzauber und Eiszauber. Gigadessler wurde jetzt zwar nicht aktiviert, hätte ich noch kurz warten können mit dem Eiszauber, aber es hat irgendwie funktioniert. Da, jetzt kommt gerade der Wächter hinterher. Jetzt wäre es dann perfekt gewesen, jetzt wo das Rathaus eigentlich drauf geht, wäre es jetzt eigentlich perfekt gewesen, wenn ich den Wächter zünde. Ich weiß nicht, nein, ich habe ihn glaube ich schon gezündet gehabt. Oder ich habe ihn glaube ich sogar eh perfekt getimt. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Auf jeden Fall immer ganz wichtig, den mitzutimen. Wenn man ein bisschen immer Stress ist und immer auf eine Einheitengruppe guckt, vergisst man auch die Kleinigkeiten. Mir verreckt ziemlich oft
der König meistens sehr schnell oder die Queen, weil ich irgendwie vergesse, die zu zünden und gerade irgendwo anders beschäftigt bin. Dann gucke ich gerade nicht drauf. Solche Kleinigkeiten kann man dann doch ein bisschen verfeinern und verbessern. Ich probiere es jedes Mal, aber es funktioniert dann nicht immer zu 100%. Also deswegen, ich zeige euch einen realen Angriff mit echten Fehlern und keinen fehlerfreien Angriff, der nonstop funktioniert. Und ja, bin ich ein bisschen ehrlich zu euch. Aber mir sind dann ein bisschen die Einheiten schon ziemlich zum Ende ausgegangen. Also es war dann schon relativ knapp, weil er hatte doch noch ein paar Bomben, dieser... Der Inferno-Turm hat mir dann noch ziemlich Damage gemacht. Genau, ab hier hat er mir dann noch so Damage gemacht. Der Elektrodrache ist dann auf den King gegangen, aber und hat noch den Inferno mitgenommen, aber das war's dann schon, weil das waren jetzt meine letzten zwei Einheiten bis zum Ende. Und ich hatte hier noch einen Tesla, einen Bogenschützenturm, habe nur gehofft, dass jetzt so wie hier der Elektrodrache den Bogenschützenturm noch mit tasert und mit eliminiert und hier genauso einen Tesla. Weil ich jetzt nicht mehr gewusst habe, wie viel Leben hat noch der Elektrodrache. Das hätte ihm ziemlich wehgetan. Da war es dann auch super, dass der Tesla noch auf den King gegangen ist. Sonst wäre das auch nicht, hätte das auch nicht funktioniert. Also da wäre das auch nochmal so richtig ins Auge gegangen. Und da geht, ja, stopp, da müssen wir hin. Also hier habe ich mir mal so richtig kurz in die Hose gemacht. Einfach nur, seht ihr das Lebenbalken? Das waren, und ich war jetzt schon auf 95%, das war jetzt hier ein einziger Schlag, den er noch hat machen müssen. Der Tesla war auch schon zur Hälfte kaputt. Da, das war mein letztes Leben von Elektrodrachen. Wäre da jetzt noch eine Luftbombe oder was gewesen, ich glaube auf 99% oder so verreckt. Nein, aber das war einfach nur dann so close, dass das dann noch funktioniert hat und ich ihn auf 100% geschafft habe. Also der Angriff war überhaupt einfach dann nur noch Glück zum Schluss, ja. Hätte man am Anfang vielleicht ein paar Sachen besser timen können, wäre es ein bisschen angenehmer gewesen, aber mir ist das relativ egal. Es hat funktioniert, deswegen wollte ich es euch zeigen. Ansonsten, falls irgendjemand von euch diese Besa mal sieht, kann er das so ungefähr auch angreifen. Gut, aber jetzt war es das wirklich von mir. Ich sag's nochmal, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und danke, drauf würde mich mega freuen. In die Kommentare könnt ihr Fragen, Wünsche, sonst irgendwas reinschreiben. Ich hätte gesagt, ansonsten sehen wir uns einfach wieder. Tschüss, verfahren beim nächsten Mal. Und viel Spaß jetzt nochmal mit einem kurzen Abspann und Weiterleitung zum nächsten Video.